Ich will's nicht mehr leben. Digga, das ist eine 30er und keine 70er. Das ist 50 hier. Ja, grüß Gott, meine Freunde vom Alex Blechle und herzlich willkommen zur Folge Nummer 100. Jetzt fragt euch bestimmt, was hat denn der Schwabe sich so Tolles für die 100. Folge überlegt? Erst einmal möchte ich Danke sagen. Danke an alle Widerspender, die es uns überhaupt ermöglicht haben, so viele Folgen zu machen. Aber auch einen riesen Dank an dich, der gerade zuschaut. Ja, genau du. Denn ohne Zuschauer wäre hier leider auch nichts los. Eine Kleinigkeit habe ich für euch. Ich zeige euch meinen ersten Autounfall, den ich erst kürzlich hatte. Bleibt bis zum Schluss dran, da zeige ich den Unfall. Sodele, jetzt geht's aber los. Auf der B28 gibt's hier sehr kurze Auf- und Abfahrten. Die sind teilweise so kurz, dass man freiwillig kurz auf die linke Spur wechselt, um die Fahrzeuge auffahren zu lassen. Nur dumm, wenn jemand zeitgleich auf der linken Spur fährt. Wow! Okay. Das war jetzt knapp. Alter, du bist fahrer schon. Mega auf dem Scheiß. Das zum Beispiel. Jetzt ist das eine Licht ausgefallen und das andere ist zu hoch eingestellt. Warum? Aber fahrt doch wenigstens weg. Also da kann ich immer mal wieder sagen, die Leute müssen einfach nur Fotos machen und dann wegfahren. Also halt an der Seite fahren oder irgendwo aus dem Weg. Ich war da mal wieder etwas genervt. Auf jeden Fall reißt euch keiner den Kopf ab, wenn ihr Fotos macht und dann erstmal zur Seite fahrt. Oder hat jemand mal schon negative Erfahrungen gemacht, als er die Unfallstelle räumen musste? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, wer da ist. Ich sehe das da vorne schon die Bremslichter. Alter, Junge! Junge! Sag, Junge, der hält hier an der grünen Ampel an und... Junge, geht's doch! Ah, heute mal wieder so viel Freundlichkeit. Ja, der hat nicht mal geguckt. Nee. Fährt einfach los. Was ist denn bei der? Hier zeigt euch jemand, wie Abdrängen für Fortgeschrittene geht. Also ich finde, der hat wirklich Eier, den Polizei so abzudrängen. Oh Gott. Ja, grün! Und auf Kamera. Was waren das jetzt? Das waren alte Leute, die nicht wissen, wo sie hin wollen. Glaube ich. Zumindest sah die Mutti da vorne ziemlich alt aus. Jupp. Senioren also, unterwegs. Aber was ist denn das Problem? Echt mal. Nicht geguckt. Okay, darf ich noch 2 Euro? Achtet hier mal auf diesen PKW. Der gibt sich hier die größte Mühe, völlig unnötig rückwärts bis zur letzten Ausfahrt zu fahren. Obwohl sich der Stau laut Robert kurz danach wieder aufgelöst hat. Ich werde auch klipp und klar sagen, ich werde den Namen Ritter abgeben. Ich schäme mich für diese Familie. Was ist denn da? Jasmin kommt von ihrer Oma nicht los. Immer wieder treffen wir sie 2019 mit Karin. Ihr Verhältnis verschlechtert sich weiter. Das Dauerthema sind die Drogen. Schaut euch mal diesen völlig überfüllten Parkplatz an. Hier parken die Leute schon in der Fahrgasse. Zweispuriges Abbiegen, da graut es bestimmt dem einen oder anderen. Dabei ist es doch so einfach, man muss nur diesen komischen Strichen da auf der Fahrbahn folgen.
Und hier mal aus der Fahrerperspektive. Ich musste hier das Video etwas schneller machen, da der Originalclip sehr komisch formatiert war. Hier wollte The Soul oder The Soul T freundlich sein, aber das gefiel dem Hindemann wohl gar nicht. Aber hey, das ist ja bei meiner Hood. Hier habe ich mal nebenan beim ATU einen platten Reifen wechseln lassen. Und das an einem 23. Dezember. Na, hättet ihr das erwartet, wie der abbiegt? Und hier könnt ihr sehen, was passiert, wenn jemand die Ausfahrt zu spät nimmt. Ich mag das einfach nicht, wenn einer immer sofort alles ablehnt. Unfassbar. Dann hört man dran, ja. Juhu, wir haben einen König! Es gibt bei diesen Transportern meist eine Telefonnummer, bei der man Feedback zum Fahrstil geben kann. Das wäre bei dem wohl echt nötig. Also Standstreifenfahrer regen mich echt auf. Wenn die erwischt werden, könnte denen ein Bußgeld zwischen 80 und 120 Euro, ein Punkt in Flensburg und eventuell sogar ein Fahrverbot drohen. Alter, was ist mit dir, Alter? Zum Glück konnte RTZ Airsoft hier rechtzeitig bremsen. Er hat uns gefragt, ob er hier eine Teilschuld bekäme, wenn es hier gekracht hätte. Ich denke schon, weil er allein schon wegen den parkenden Autos langsamer fahren sollte, da er immer damit rechnen muss, dass ja auch zum Beispiel Autotüren plötzlich geöffnet werden. Willst nicht mehr leben! Das ist 50 hier! Guck auf die Schilder! Willst nicht mehr leben! Junge! Aber schimpft RTZ hier nicht völlig zusammen. Er hat uns noch dazu geschrieben, dass er hier nicht unbedingt angepasst gefahren ist. McMike hat uns dazu geschrieben, dass diese Baustellenampel schon sehr lang rot war. Holy! Also das gibt's doch wohl nicht. Der fährt jetzt auch noch durch. Ja. Also vielleicht hat er eine schwangere Frau, die gerade ein Kind kriegt. Ja, aber man kann dann nur noch sowas mit sowas entschuldigen. In Kroatien wäre das normal. Es geht hier gleich um diesen Ford.
Der macht hier einen auf Mittelspurschleicher, um dann im nächsten Teil von Glip noch kurz vor knapp in die Ausfahrt zu ziehen. Gratulation an den Franken für 2 Umrundungen des belgischen Kreisels. Hiermit kommst du ins ewige Leaderboard. Und wenn wir schon bei Glückwünschen sind, danke ich dir fürs Pixeln der heutigen Folge. Ohne dich wäre die Folge heute nicht möglich gewesen. Ich glaube, der Fußgänger holt mich jetzt wieder ein. Der Aufprall war an für sich nicht stark, aber ich hatte schon ein paar Tage danach starke Kopfschmerzen. Okay, wegen der Verpixelung sieht man das nicht, aber die Person hat beim Anfahren an die Kreuzung nicht geradeaus geschaut, sondern nach links, um zu gucken, ob von da etwas kommt. Aber inzwischen ist alles geklärt, auch mit der Versicherung. Und hey, wir hätten sogar einen Krankenwagen vor Ort gehabt. Oh Mann! Oh. Und wenn auch ihr Teil dieser Videos werden wollt, dann haut auf eure Dashcam und schickt uns gerne eure Videospende an rlp.dashcam@gmail.com. In der Videobeschreibung findet ihr alle weiteren Infos dazu. Ich hoffe, euch hat's gefallen und egal wie euer Urteil ausfällt, ich würde mich in jedem Fall auf eine kleine Bewertung freuen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin fahrt gut und besser. Ade!